In der Gynäkologie der Klinik am Südring wird eine schwangere Patientin angeliefert, die über starke Schmerzen im Unterleib klagt. Gynäkologe Dr. Kraft wird gleich von Schwester Leandra über die wichtigsten Hintergründe aufgeklärt. Die werdende Mutter hatte bei ihrem letzten Kind einen Kaiserschnitt. Ja, was ist denn da los? Eine neue Patientin. Ja? Oh. Dritte Gravida. Ja? Zustand nach Sektion. Hat okay. Unterleibschmerzen, ziehen, reißen. Was da jetzt genau ist. Wie ist man kreislaufmäßig? Kann man, warte mal, ich guck mal eben ganz kurz. Hallo. Guten Tag. Ja. Machen Sie mal immer ganz kurz mal die Beine weg. Hast du das vielleicht auch oben? Hat sie irgendwie einen Mutterpass oder so? Danke. Und jetzt geben Sie mir mal Ihre Hand, genau, und stützen sich mal schön an mir ab. Genau, super. So, und einmal nur hier auf die Liege. Schaffen Sie das? Ja, bis in rechts hier hoch. Ja, genau. Ultraschall und CTG befunde ganz gut. Letzte Ultraschall, ist auch schon gemacht, okay. Sind Sie eine Angehörige? Ich bin die Mutter. Okay, das ist mein Name. Okay, gut. Ist das für Sie in Ordnung, dass die Mutter hier mit dabei ist in der Behandlung? Okay. Ja. Wie heißen Sie nochmal? Carmen Hansen. Frau Hansen. Ja, was haben Sie denn? Erzählen Sie mir mal jetzt. Schlagartig so ein Stechen und so ein Ziehen in meiner. Im Bauch irgendwie. Ja, ach so, hier hat Kaiserschnitt. Ja, ja, ich habe so einen Mutterpass gesehen. Ich habe so ein Gefühl, dass es gerissen ist. So ein richtig strammes Ziehen. Lass mal eben ganz schnell gucken. Mhm. Schmerzen können bei 36. Schwangerschaftswoche, vor allem so stark, Zustand nach Sektio, können eine Uterusruptur, also Reißen der Narbe, bedeuten, vorzeitige Plazentalösung und gleichzeitig sehr starke Blutungen. Alles gut. Darf ich mal eben ganz kurz, ich muss mal in den geratenen Narbenbereich. Sie können auch gerne, ich zeige mal hier mal Bilder zu Ihnen, Sie können drüben zu Ihrem gleichen Ultraschallbild drüben auch mal sehen. Ja, okay? Dann können Sie ja? Hier nach Ihrem Kindchen mitgucken, okay. Ja? Ah. Das kleine Mädchen. Ein Mädchen? Ja. Oh ja, das ist... Ne? Sehen Sie da, oben ist die Narbe, sehen Sie so hier diese... Kurze Stelle, genau. Da messe ich mal gleich noch mal durch. Ist das nichts Schlimmes, oder? Augenblick, ich sag mal gleich. Ich hoffe nicht. Ist alles normal mit dem Kind? Ja, 2,8. Dass wir sind total aufgeregt. Ja, kann ich verstehen. Okay, also, die Narbe ist relativ dünn. Das ist so, dass Sie jetzt in der 36. Schwangerschaftswoche sind. Ja. Und das ist immer so ein Schwachpunkt, diese Narbe. Wie lange ist das her mit der Anlage? 13 Monate. Oh, das ist ein bisschen kurz. Also wir empfehlen meistens so 24 Monate Abstand. Des ja gut, das können wir jetzt nicht ändern. Wir müssen mal gucken, Beste daraus zu machen. Moment. Ich bin ja nur froh, wenn das gut entbunden wird. Ja. Und ja. In natürlichen Art entbunden wird. Ja, das kann ich Ihnen leider noch nicht versprechen. Ja. Wir tun das natürlich in natürlichen Wege. Ja, unnatürliche Art. So unangenehm, ich weiß. Das ist auch unser Streben. Es geht nur um Ihre Gesundheit. Ja. Wenn es natürlich in gewisse Gefahren besteht, da muss man rechtzeitig. Ne? Ja. Man kann natürlich jetzt auch schon sagen, dass man eventuell jetzt schon geplant den Kaiserschnitt macht, aber da Sie ja nicht möchten, ich werde das mal auf jeden Fall stationär aufnehmen müssen. Und eng beobachten, das geht nicht. Okay. Ich kann Sie nicht nach Hause gehen lassen, so geht das nicht, bitte. Ne? Das ist wichtig. Beim Ultraschallbefund haben wir erstmal gesehen, Kindsbewegungen, Herzaktion, Plazenta, also der Mutterkuchen haben wir gesehen, dass das nicht gelöst ist. War ich schon ein bisschen beruhigt. Und dann guckte ich unten im Narbenbereich, das war so ziemlich knapp und relativ dünn. Das erklärt natürlich Ihre Schmerzen. Die Narbe, wo ich gemessen habe, alte Sektionarbe, ist 1,8 mm. Normal musste 2,8 mm sein. Das bedeutet, es ist so ein gewisser Gefahrenpunkt, die dann abreißen kann. Ich kann es nicht verantworten, Sie nach Hause zu schicken. Deshalb muss ich Sie hier behalten. Wir legen eine Tokolyse, also wehenhemmende Mittel, damit das alles ruhig gestellt wird und gewinnen etwas Zeit fürs Kind, dass es etwas reifer wird. Und dann schauen wir mal. Okay? Jeder Tag ist wichtig, ist besser ja. So. Ja. Genau so. Jeder Tag ist wichtig, hat Ihr Mutter gut gesagt. Ja? Okay. CTG bitte einmal. Machen ja? Wir. Alles klar. Gut, dann bereite ich das Zimmer vor. Ja. Die Hochschwangere wird einige Nächte zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben müssen. Das Problem? Die alte Narbe kann reißen und zu Komplikationen führen. Dann wäre ein erneuter Kaiserschnitt nicht zu vermeiden. Doch auch am nächsten Tag hofft die Patientin weiterhin auf eine natürliche Geburt. Ja.
Also, das ist wichtig. Ja, ich deshalb lassen wir ihr die Zeit. Ausführlich gesagt, dass Überlebenschancen dadurch viel besser werden. Hallo, mein Name. Ja. Guten Tag. Ich bin auf der Suche nach meiner Frau, der Carmen. Man hat mir gesagt, die wurde hier eingeliefert. Frau Carmen Hansen, die liegt auf der 109. Nehmen wir an, die wollten sowieso hingehen. Ja, genau. Wir nehmen sie direkt mit. Ja, kommen Sie mit. Ach, ja, schön. Ja, machen wir. So, den Umständen entsprechend. Kommen Sie, ich erkläre mal. Hallo, die Familie ist da, wie schön. Wir kommen dann auch mal direkt mit der Mann haben wir direkt mitgebracht. Sehen. Wir gehen mal eben so durch. Ja, ich würde gerne noch mal auf den Bauch gucken. Schmerzen. Ja. Es ist besser, aber es tut mir ein bisschen weh. Ich guck mal eben ganz kurz. Ja, ich guck mal eben ganz kurz wegen die Narbe. Sie haben es gerade gefragt. Ich wollte erst mal ganz kurz mal letzten Stand mal sehen. Ja. Die Narbe. Das zieht noch ein bisschen. Ja, das tut ein bisschen mehr. Ja, das ist ja völlig normal, weil das so ziemlich dünn ist, die Narbe. Deshalb müssen wir dann wirklich absolut Bettruhe halten und ruhig stellen. Ja. Dadurch, dass nicht ein kompletter Riss kommt. Sonst müssen wir den Kaiserschnitt sofort reagieren. Okay. Deshalb müssen wir Ihre Frau bis zur Geburt bei dem Befund unbedingt hier behalten. Okay. Ja? Okay? Dass sie sich schön schonen kann. Mir leid. Mit zwei Kindern zu Hause wird das kaum möglich sein. Alles, genau. Gut, darum kümmerst du dich ja mit ein bisschen um die Kinder. Auf jeden Fall, natürlich. Das ist doch ganz selbstverständlich. Sehr schön. Danke. Ist doch schön, wenn man die Familie so im Hintergrund hat. Ne? Genau. Auch nicht immer das ist ja die Unterstützung. Ja, gut. Ja, okay. Bis dann. Ne? Eine Frage hätte ich noch. Können Sie mir noch kurz die Toiletten zeigen? Ja, kommen Sie gerade mit, dann zeige ich Ihnen. Ja. Kein Problem. Bis gleich. Bis gleich. Und Luis, du passt schon auf die Mama auf. So, die Toilette wäre einmal hier geradeaus, ne? Und dann können Sie nachher wieder auf die 109, können Sie sich merken, ne? Der Ehemann von Frau Hansen wirkte sehr besorgt und liebevoll und ging auch toll mit seiner Ehefrau um. Naja, er wirkte ein wenig chaotisch, als er mit den zwei Kindern hier hochkam. In so einer Notfallsituation sind die Männer gern mal überfordert. Oh, was ist denn da los? Was ist passiert? Was ist passiert, Frau Hansen? Was ist passiert? Was ist passiert? Lass mal eben ganz kurz. Oh Gott. Ist er ganz schweißig. Was ist vorgefallen? Ruf mal bitte sofort eine OP. Wir müssen das mal rein. Es ist bestimmt gerissen. Ich habe über die Oma erfahren, dass der Junge draufgesprungen ist. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann bei so einer Situation. Sie krümmte von Schmerzen im Bett und als ich getastet habe, habe ich schon sofort gemerkt, da ist was passiert. Da die Kaiserschnittnarbe tatsächlich angerissen ist, stellen die inneren Blutungen ein hohes Risiko für Mutter und Ungeborenes dar. Das Operationsteam macht sich sofort für eine Not-OP bereit. Guten Tag, Frau Hansen, Fürstenstein, mein Name ist die Anästhesistin. Sie werden jetzt bei Ihnen die Narkose einleiten, das wird jetzt alles sehr schnell gehen. Aber ich spüre mein Kind auch gar nicht mehr, ne? Ich weiß, deswegen werden wir jetzt alles sehr, sehr schnell machen. Machen Sie sich keine Sorgen, wir passen gut auf Sie auf. Wir sind die ganze Zeit bei Ihnen. Okay. Wir werden Sie jetzt erstmal verkabeln mit Blutdruck, EKG. Ich muss mal schön tief Luft holen. Oh, die wird ein bisschen schockig. Wir müssen sie jetzt ein bisschen ranhalten. So. Medikamente hast du schon aufgezogen? Die ist alles schon fertig. Okay, super. Mama, wo ist Oxy drin? Dankeschön. So, Frau Hansen, schön durchhalten. Mal tief Luft holen, tief ein- und ausatmen. Isabel, wie lange brauchst du noch? So, wir fangen jetzt mit der Einleitung an. Die wird jetzt ein bisschen schockig. Das geht gleich los, ja? Ja, okay. So, Frau Hansen, mal tief Luft holen. Du sagst, wenn ich starten kann? Genau, du kannst jetzt starten mit dem ersten Medikament. Bei der Operation müssen wir mit Kaiserschnitt das Kind so schnell wie möglich rausholen und gucken, wie viel Blut sie verloren hat. Wenn sie zu viel Blut verloren hat, müssen wir natürlich Transfusion machen. Da die Patientin nur einige Monate nach ihrem letzten Kaiserschnitt erneut schwanger wurde, war ihre Narbe noch sehr schwach. Ihr Sohn hat die Wunde durch das Springen auf den Bauch zum Reißen gebracht. In solchen Fällen ist eine natürliche Geburt nicht mehr möglich. 3 Stunden später warten die Angehörigen auf positive Neuigkeiten. Und wie geht's meiner Frau? Herzlichen Glückwunsch zuerstens zu Ihrer Tochter. Dankeschön. Es ist 11:55 gewesen, gerade eben gut gegangen. Das war sehr schwierig, also stand ganz auf der Kippe. Gott sei Dank, dass du weißt, du hast eine Schwester. Passiert. Ja, dann gratuliere ich dir auch, Luis. Hallo. Und Oma. Ne? Wie schön ist das? Super. Hallo, gucken wir mal, wer da gerade in den Flur kommt. Das ja. wäre doch voll was. Mal gleich gehen, gucken. Geh mal gucken. Die Familie ist schon da. Herzlichen Glückwunsch. Oh, wie niedlich.
Frau Hansen wurde ja danach im OP mit ihrem Neugeborenen wieder in ihr Patientenzimmer gebracht und der Besuch, also sprich ihre Familie, war ja dann auch direkt anwesend. Das war schön. Wir haben uns sehr gefreut, dass es alles noch so gut ausgegangen ist und die Familie jetzt wieder glücklich vereint ist mit nun 3 Kindern. Okay, machen wir so, einmal fest. Lassen wir sie mal mit ihrer Familie. Ja? Schön. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. Wir haben uns gerade nicht gesehen wegen der Narkose. Sie waren in Narkose. Also herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Von mir auch. Dankeschön. Das war, wir haben es geschwitzt, sagen wir mal so. Okay. Aber ich sehe schon ein sehr schönes Ergebnis, ein richtig süßes Kind. Ja, alles Gute wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie. Dank. Ja? Dankeschön, Dankeschön. Mutter und Kind sind wohlauf und erfreuen sich bester Gesundheit. Die inneren Blutungen an der alten Narbe konnten gestillt werden und die Patientin wird keine bleibenden Schäden davontragen. Eine weitere Schwangerschaft ist nicht zu empfehlen, doch das Ehepaar ist mit seinen 3 gesunden Kindern überglücklich.